Willkommen zurück zur 27. Folge. Ja, genau. 27. Folge Let's Play Civilization 3. Ich bin der mitgezwitschert und wir spielen weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, was so war. Ich weiß noch, dass ich Kommunismus als Staatsform habe. Ja, okay. Wir haben uns schon sehr viele Städte von den Franzosen bemächtigt und auch einigen von diesen Städten, die die Engländer quasi im französischen Gebiet hatten, hier zum Beispiel Brighton und auch Nottingham. Ja, und den Franzosen geht's echt nicht gut. Ach so, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben unsere Stadt verloren, die wir den Russen abgepresst haben für den Friedensvertrag. Die Russen haben uns inzwischen schon wieder den Krieg erklärt, die verrückten Hunde. Und ja, wir bereiten uns jetzt hier darauf vor, diese Stadt wieder zurückzuerobern. Auf jeden Fall sollten die zwei, drei Kavallerien dafür auch ausreichen. Weil, ja, wir sind wirklich etwas überlegen hier mit unseren Truppen. Gut, du verteidigst erstmal die Stadt. Unterholst dich gefälligst. Und die Franzosen wollen mit mir reden. Ja, ist schon klar, ne? Also, ich meine, wer jetzt schon irgendwie ein Drittel oder so seiner Städte verloren hat, der wird dann irgendwann. Gebt uns doch einfach alle eure Städte. Dann gibt's auch einen Friedensvertrag. Hehe. Moment, was kann ich denn rausholen? Dion, also sie wollen mir, glaube ich, gar nichts geben, so wie es aussieht. Ich glaube, sie sind noch nicht gepeinigt genug. Ja, Geld würden sie mir geben, aber an Geld habe ich jetzt echt kein Interesse. Forget it. Goodbye. Schau an, die Franzosen haben sich jetzt weiterentwickelt und verfügen jetzt über Ritter. Da müssen wir jetzt ein bisschen. Ein bisschen mehr aufpassen. Bonn baut einen Siedler. Warum eigentlich? Wahrscheinlich, um ihn in die neue Welt zu schicken. Ja, gut, dann mach's mal weiter hier mit Cavalry. Die Infanterie ist ja auch enorm stark, aber die hat leider nur einen Bewegungszug und von daher hat die nicht solche tollen Fähigkeiten wie, wenn ich nur noch einen Lebenspunkt habe, dann hau ich ab oder wenn ich noch Spielzüge übrig habe und eine Feindeinheit zieht an mir vorbei, dann schieße ich mal drauf. Ansonsten hat die ja die gleiche Angriffskraft und eine mordsmäßige Verteidigungskraft. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen auf die Panzer warten, um quasi die Kavallerie zu ersetzen. Ja, wir haben ganz viel Disorder. Das kriegen wir in den Griff. Hier wird eine Bank gebaut. Oh, jetzt ist hier auch alles fertig. Dann kann diese Stadt mal eine vernünftige Infanterie bauen. Noch mehr Disorder. Potsdam baut eine Bibliothek. Dadurch gewinnen sie jetzt noch schneller an Culture hinzu. Sie sind schon bei 30. Und wir machen als nächstes den Schritt und bauen ein Courthouse. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, meine Production senkt sich dann wahrscheinlich auf null, aber das ist jetzt, glaube ich, hier nicht so wichtig. Ach, ich baue einfach direkt noch
Die University. Ja. Und auch Mainz hat seinen kulturellen Radius expanded. Und wir sehen halt diese Stadt Tacoma hier. Die ist ja schon so ein bisschen umschlungen von meinem kulturellen Radius. Und ich glaube, wenn sich der kulturelle Radius ein weiteres Mal ausweitet bei 100, dann geht der bis in die Stadt hinein. Würde der bis in die Stadt hineingehen. Und in dem Fall läuft eigentlich so eine Stadt zu uns über, weil die so beeindruckt sind von unserer Kultur. Kann aber sein, dass es auch noch mal eine Runde länger dauert. Auf jeden Fall schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. So, der kommt auch mal nach Heidelberg hoch. Ja, da hole ich mir mal diesen Barbaren hier. Nicht, dass der hier noch eine Bewässerungsanlage zerstört oder sowas. Das wollen wir nun mal gar nicht. Ja, Lyon haben wir wieder verloren. Ich stelle mal die Einheit hier auch in die Stadt zum Regenerieren. Ja, Avignon hole ich mir aber noch. Oder auch nicht. Na gut, dann regeneriert kurz. Oder ich hole noch die kurz hier rüber. Diese Einheit, dann macht die das klar. Sehr gut. Und wieder 3 Gold bekommen. Die Franzosen haben echt Geld. Hier kann ich nur einen Rifleman bauen, keine Infanterie. Weil hier fehlt mir irgendeine Ressource. Vermutlich. Keine Ahnung. Irgendwas, was die Infanterie braucht. Schießpulver bräuchte eigentlich der Rifleman auch, von daher. Keine Ahnung, was mir da fehlt. Müsste ich erstmal in die Civiclopedia gucken. Kann ich ja mal eben machen. Nee, das ist falsch. Nicht unter meine Berater. Einheiten und Rifleman. Nee, Quatsch. Infantry. Infantry braucht Rubber. Warum brauchen die Gummi? Keine Ahnung. Naja. Dann brauchen sie eben Gummi. Ja. Bevor ich hier weitermache, schaue ich mal über meine Städte drüber. Da gab es ja so viel Disorder. Und ich mag keine Disorder. Hier war ich, glaube ich, gerade, ja. Auf jeden Fall so viel, dass ich mir nicht merken konnte, wie viel und wo. Von daher muss ich mal eben wirklich alle Städte abgehen. Straßburg auch. So, wie sieht es mit den Städten auf den anderen Kontinenten aus? Da sieht es gut aus. Ja, Baden-Baden ist noch nicht so weit. Grows in one turn, dann geht's. Ja, ich bin ein bisschen krank. Schon wieder. Aber nicht schlimm, ist übermorgen wieder weg. Hier wollte ich doch einen Worker bauen, der ist immer noch nicht fertig. Do it, do it. Gut, dann Dion. Céline Dion. Den werde ich mal waken. Kann die andere Kavallerie zurück? Oh, das schafft sie gar nicht.
Und hoffentlich kommt jetzt niemand auf die Idee, mich mal schnell hier anzugreifen. Oh Mann. Ja, dann eben nicht. Okay. So, was wollte ich mit diesem Dingsti machen? Der bringt da Cavalry hin, genau. Und dieses Boot einfach zurückholen, Siedler ab. Die automatisierten Arbeiter bewegen sich durch die Gegend. Regenerieren. Dann machen wir mal dieses Barbarencamp weg, was hier schon die ganze Zeit nervt. Und Einheiten nachproduziert. Oh, die Kohlegrube. Es wäre natürlich cool, wenn ich hier. Ah, ich könnte natürlich einen Siedler da reinstecken, dann würde ich die Bevölkerung zum Wachsen bewegen. Wenn ich schnell an die Kohle komme. Naja, ich muss mich einfach noch ein bisschen gedulden. Regeneriere dich. So, ich verliere meine ganze Kavallerie daran, dass einfach alle Städte verteidigt werden müssen. Ich muss die hier jetzt nachziehen. Frankfurt hat auch einen Siedler gebaut. Frankfurt ist ja echt die mordsmäßig große Stadt hier. Ich muss mal mit Leipzig vergleichen. Oh, die könnten mal eine Infanterie brauchen. Hier ist die Uni fertig. Und da freuen sich die Studenten. Die Studierenden. I mean. Ja, Leipzig ist größer. Das dachte ich mir schon. Leipzig ist größer und hat noch ordentlich Überkapazitäten. Frankfurt auch. Davon ganz abgesehen. Bremen hat ja eine gute Versorgung hier. Gera! Ja, was mache ich jetzt mit den Einheiten hier? Kavallerie? Achso, die schicke ich am besten auch mal hier hin. Zur Verstärkung. Leider können die nicht zweimal angreifen. Das geht dann, glaube ich, mit den Panzern, wenn die soweit sind.
Ja, das war jetzt gar nicht so clever, weil dann kann mich der Bogenschütze zuerst angreifen. Ich sehe immer nicht, wie nennt man es? Spielzüge? So richtig ist es. So ganz richtig ist es nicht. Bewegungspunkte oder so, die Einheiten noch haben, also wie viele Züge sie noch machen können. Oh, nee, Infanterie ist doch eine Infanterie ist kein Siedler. Das habe ich gerade mal verwechselt. Und dadurch habe ich jetzt auch die andere Einheit noch direkt vor den Bogenschützen gesteuert. Ich Trottel. Ja, gut, die kriegen dann vielleicht auf den Sack. Okay, dann her mal. Mal her mit dem Pikeman. Wir können mal irgendwie hier hinziehen, um dort die Städte zu verteidigen. Dann bin ich mal wieder die Kavallerie frei. Damit ich die wieder freikriege. Oh, hier ist noch eine Artillerie drin. Was macht die denn da? Was haben wir hier noch so drin? Ein Spearman. Ich nehme mal den. Nee. Activate. Hier irgendwie die Städte verteidigen. Und die anderen Städte, oder diese Stadt hat er doch hier auch noch. Ach nee, da habe ich mich schon drum gekümmert, dass da nicht so viele Einheiten drin rumstehen. Ja, zweite Verteidigungseinheit hier in Nürnberg, wo ich auch Armeen bauen kann. Und hier ist ein Siedler fertig. Der muss da hoch und irgendwo hatte ich noch Ärger am Hals. Genau, Münster. Ja, das ist auch eine Infanterie. Dann kann ich den hier mal aktivieren. Wer hat denn hier Ladekapazitäten? Die Galeone, die Fregatte? Wahrscheinlich die Fregatte nicht. Wahrscheinlich kann die Galeone Einheiten laden. Aber ich will eigentlich auch keine neuen Boote mehr bauen. Mir reichen die anderen, die ich da schon habe. Ja, lieber Pikeman, dann komm mal gleich mit. Ich guck nochmal nach wegen den Schiffen. Galeon. Transport Capacity von 4 und die Fregatte hat keine. Aber eben Rate of Fire. Ja. Wie sieht's denn aus mit meinem. Mit meiner Science? Ich bin noch ein Stück entfernt vom Panzern. Und hier ist das Schöne, da bekomme ich meine Spezialeinheit. Es gibt den Tank. Der hat Attack 16, Defense 8 und Movement 2. Und es gibt den Panzer, den die Deutschen haben. Der hat ein Movement von 3. Der ist quasi genauso fähig wie die Kavallerie, nur noch eben deutlich stärker. Jo. Das als nächstes. Transportschiff und ein Destroyer. Der ist ziemlich cool. Vielleicht baue ich den, wenn ich ihn hab.
Das Transportschiff kann sogar 8 Einheiten transportieren. Und die ist in 2 Runden fertig, die Geschichte. Und danach kommen U-Boote und sowas. Hier Flugzeugträger. Der rockt ja auch. Ein U-Boot, ein Schlachtschiff. Uno Momento, Destroyer. 6-1-2, Schlachtschiff. Das hat dann nur Angriffskapazitäten. Nö. 8-2-2. 2-2. 18, 12 und 5. Ah ja, okay. Das ist dann einfach nochmal besser. Und dann wird hier auch Atomtheorie und Elektronik erforscht werden. Wasserkraftwerk produziert keine Pollution. Und der Hoover-Damm ist einfach mal cool. So. Nicht, weil J. Edgar Hoover cool ist, ganz im Gegenteil. Guckt euch mal den Film J. Edgar an. Totales Würstchen, der Typ. Und trotzdem ein absoluter krasser Machtmensch. Der die CIA ganz schön im Griff hatte. Und nicht zum Guten. Ja, warum kümmern sich da meine Arbeiter eigentlich nicht um die Pollution und rennen nur dran vorbei? Okay, Bordeaux hat seine Verteidigungseinheit, ein Spearman, das ist optimal. Oh, eine Infanterie ist ja auch hier. Dann schick ich die mal. Ach nee, das bleibt einfach so. Gut, die ist regeneriert. Dann ab nach Lyon. Und mit dieser zweiten regenerierten Einheit auch. Die haben ja schlechte Einheiten dort in Dortmund. Ja, der kann befestigt bleiben. Dankeschön für die Beförderung. Da kommt dummerweise gleich noch ein zweiter Bowman. Ah, sehr gut gemacht. Okay, hier ist auch ein Siedler fertig geworden. Die Fregatte baue ich nicht weiter. Die will ich erstmal ausprobieren. Hafen. Die Bibliothek von Gera. Oh, hier haben wir noch einen Siedler übrig. Ist ja allerhand. Ein Aquädukt brauchen die auch. Ja, ich bin der Größte. Ich bin so toll und meine Leute wollen mir Dinge bauen. Das ist ja auch nett. Sieht hier irgendwie scheiße aus. Aber über dem Tor sieht es ganz gut aus. Ich verbinde hier erstmal die
die Teile. Ja, genau. Das werde ich hier gleich mal machen in diesen großen Städten. Ich brauche da nicht so viele Einwohner. Was ich brauche ist Verteidigung. Meine Einwohner hin oder her, die produzieren da sowieso nur ein Schild aktuell. Gera hatte doch auch viele Einwohner. Da muss ich erstmal warten. Was für ein starker Ritter. Wieder 5 Geld. Ey, die wollten doch Frieden mit mir und da hatten sie nur 40 Geld und ich krieg hier irgendwie bei jeder Stadteroberung einen ziemlich großen Anteil von ihrem Geld. Naja. Not my department. Die müssen sich mal eben regenerieren. Der irgendwie auch. Der kommt auch hier rüber. Noch ein Siedler. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Bleibt dabei. Alles nach oben, alles nach oben. Ich höre hier nicht mehr auf, bevor die mir nicht irgendwie sonst was anbieten. Das Ding kann hier auch zur Verteidigung hochkommen. Irgendwo hin. Du sollst in Köln bleiben. Ups. So, was mache ich mit dir? Fahre ich wieder zurück hier zu diesem Zipfel. Der wird ja hier noch eine Weile zu tun haben, wenn der mal so blöd hin und her fahren muss. Ja, und der Siedler aus Gera. Den... Ach so, ja, ich wollte doch hier eigentlich mal eine Stadt bauen. Das war doch auch früher mal so mein Plan. Die Straße ist ja schon fertig dahin. Dann sollte ich den Plan vielleicht endlich mal umsetzen. Die Vorkriegspläne. Good old Vorkriegspläne. Habe ich eigentlich mich darum gekümmert, dass das Disorder weggeht? Ich glaube ja. Ich hoffe ja. Ja, sehr gut. Den schicke ich mal hier rüber. Dafür hole ich die Einheit aus Brest raus und greife diesen Pikeman an. Der irgendwie inzwischen durch mein Land läuft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gehe jetzt auch hier mit rüber.
Ah, das ist noch ganz cool, wenn ich Wald abbaue. Oh, scheiße, ey. Schon wieder Lyon verloren, ey. Lyon ist echt eine hart umkämpfte Stadt. Odessa? Elefantin. Bochum, Mainz. Und ich bekomme diesen Destroyer jetzt. Wenn ich jetzt schnell Mass Production baue in nur 4 Runden, dann kann ich auch noch warten, das nächstbessere Kriegsschiff mir zu holen. Waren, glaube ich, 4 Städte. Auch schon wieder vergessen. 4 sind zu viel, mir die Namen zu merken. 4 sind 3 zu viel. Ja, bei einer Stadt könnte ich mir den Namen noch merken, aber bei vieren? Nee. Ja. Oder waren es nur 3? Ich meine, ich weiß, dass noch einer auf dem anderen Kontinent war. Genau. Das gute Mainz. Warum eigentlich? Euch geht's doch gut. Habt euch nicht so. Potsdam wächst nicht. Potsdam wächst mir zu low. So, und die anderen Orte? Gut, gut. Alles okay. Hier ist auch alles okay. Waren es nur 3? Konnte ich mir auch 3 nicht merken. So, hier ist wieder die Cavalry fertig. Und da können wir auch jetzt mal ein Hospital angehen und das fertig bauen. Los, los, ab nach Norden mit dir. Du wirst hier meine Verteidigungseinheit vorerst sein für diese neu zu gründende Stadt. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kann ich hier die Einheit rausholen. Ach, und du baust mit Sicherheit keine Kavallerie, sondern erst einmal ein Courthouse. Schick den wieder zurück in die Stadt, weil in Städten regenerieren die einfach schneller. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es so ist. Und ganz sicher bin ich mir gar nicht. Das ist doch schlecht. Jetzt kriege ich wieder 8. Aber wenn die jetzt gleich wieder mit einem... Ich schick mal den Wüffelmann hier rüber. Echt, das geht gar nicht in einer Runde. Nee, dann gleich die Kavallerie hinterher. Die Kavallerie, sie kommt. Der ist jetzt auch frei. Free to go. And him too. Spearman muss weg. Kavallerie als nächstes ist ein guter Plan. Kann ich jetzt vielleicht auch erstmal in diese hinteren Städte ziehen, wo nicht direkt die Frontlinie ist, weil so ein Spearman als Verteidigungseinheit ist halt auch nicht so der Wahnsinn. Vor allem, wenn man schon Infanterie hat. Umso erbärmlicher wird's. Bochum! Ich glaube, ich habe Bochum vergessen. In Bochum habe ich vergessen, Disorder zu beseitigen. Ja, ich bin noch mal dran. Das ist gut, jetzt kann ich mich auch um Bochum kümmern.
Zack, alles okay. Du gehst mal hier auf den Berg, dann bist du über den Berg. Ja, gut. Deine Leute müssen erstmal regenerieren. Boah, ey, wie stark ist denn dieser Pikeman? Sehr schön. Wir brauchen eine Artillerie. Dringend. Ja, gut, jetzt wird die Stadt auch besser verteidigt. Odessa? Habe ich überhaupt schon Odessa? Ja, Odessa habe ich schon. So, hier, wenn wir das Courthouse mal hurryen, weil wir einfach die Bevölkerung haben. Bremerhaven, ja, bau erstmal den Worker und dann können wir da irgendwie wieder was beschleunigen. So wie auch dort. Hier kann ich gerade nicht hurryen. Ja, Hospital, das können wir auch mal machen. Ja, Elephantine hat jetzt schon alles fertig. Die haben tatsächlich schon alles fertig. Kaboom, kaboom. Na gut. Courthouse, Hospital. Ja, na mach doch erstmal das Courthouse fertig, weil das ist doch jetzt fertig. Alles super. Cavalry Hospital? Naja, dann switch ich. Dann switch ich gleich. Hier ist das jetzt fertig. Sich auch gehurried. Hier switch ich auch gleich. Irgendjemand bohrt hier im Haus. Ich denke mal, man wird es auf der Aufnahme nicht hören, aber man kann ja nie wissen. Starke Verteidigung hier mit dem Spearman. Ja, mach mal weiter. Gelsenkirchen baut einen Worker. Das ist gut. Den habe ich ja schon ersehnt. Als nächstes kannst du dich mal. Ja, ist jetzt eigentlich alles schon durch. Also Universität. Schneller forschen, schneller forschen. Hier ist auch das Courthouse fertig, aber. Da fehlt doch noch so viel. So wie hier auch noch so viel fehlt. Oh Gott, unser Tresor ist bald leer. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich schon längst was unternommen. Nicht. Ja, hier war doch so schlechte Verteidigung. Kriegst du diese Einheit. Gleich automatisiert. Die muss ich jetzt erstmal hier runterschicken, damit die sich wieder regenerieren können.
Was? Nein, ich habe den Riffelmann da hochgeschickt, ich Trottel. Great work. Unglaublich. Unglaublich. Ich brauche die nächststärksten Einheiten. Mir sind die Ritter zu stark. Ritter stark, Rittersport. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und eine weitere Einheit, die regenerieren muss. Und eine weitere Einheit, die regenerieren muss. Der nicht. Ja, dann machen wir das noch mit dem Disorder hier klar. Lübeck. Rostock, Neu-Hamburg, die ganzen norddeutschen Städte. Man sieht ja, hier ist Norddeutschland. Es gibt ja hier unglaublich viele Parallelen zu Deutschland. Der Krieg gegen Engländer, Russen und Franzosen gleichzeitig. Fehlt nur noch, dass die USA mit einsteigt. Ja, aber auch zum aktuellen Deutschland, ne? Kommunismus, das kommunistische Deutschland. Man kennt's ja. Hier regiert irgendwie die, nicht das Geld, die Welt, sondern die Vereinbarung, die freie und die intrinsische Motivation zu arbeiten. Eine wundervolle Utopie. So. Ja, das soll es aber erstmal gewesen sein wieder für dieses Let's Play. Sehr schön, hier ist die Einheit fertig. Da kann ich die Kavallerie freimachen, die verdammt nochmal irgendwie mal hinkriegen muss, Lyon effektiv und lange zu verteidigen. So dass er mir nicht sofort wieder über die Klinge springt, die Stadt. Wie dem auch sei. Wir lassen jetzt noch diese Runde vergehen und sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich finde das übrigens ganz schön dreist. Ja, die Engländer. Ja, gut, dann reden wir noch ein bisschen. Ich sag hier no way, fuck you und go away. British Assholes. Ja, wir werden hier noch ein paar Disorders haben. Vor allem wird Order restored. Das muss ich jetzt noch machen, bevor ich Schluss mache. Disorder wegmachen. Und euch diese Dreistigkeit zeigen. Ich hoffe, das ist kein schlechter Vorbote. Da war ich gerade. Irgendwo war noch eine Stadt. Wo war die andere Stadt? Hier. Munich. Okay. Das war, glaube ich, alles. Hier drüben. Nee, ich geh mal über die Inseln rüber hinweg und die anderen Städte einfach nur, um zu gucken. Aber das hier meine ich. Ist das nicht? Das finde ich ganz schön.
Ganz schön übel, was die hier machen. Die laufen mitten durch mein Land durch. Das ist auch witzig. Die Stadt New Oil Springs neben der Ölquelle. Aber ich hole mir die zuerst. Es sei denn, ihr klaut mir jetzt die Stadt. Ich meine, überlegen sind die ja hier mit den vielen Einheiten. Ich habe zwar eine deutlich bessere Verteidigungseinheit, aber so viele Einheiten habe ich eben nicht. Und die Kavallerie ist halt hier unten. Und nicht da oben. Ja. Naja gut, werden wir sehen, ob die uns hier bedrängen wollen in der nächsten Runde oder ob alles gut geht. Was sind das eigentlich? Das sind Irokesen. Irokesen sind wiederum super happy mit mir. Ja, nö, da wird nichts passieren, glaube ich nicht. Ist ja nicht die USA oder Caesar hier, oder die Römer, die irgendwie unzufrieden mit mir sind, aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund. Ja, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und schöne Zeit euch.